Also wir haben uns getroffen, weil wir wie jedes Jahr heute Lichtmess den Winter austreiben mit der Truppe. Deswegen gibt es den Tanzbär, das bunte Gefolge zieht durchs Dorf und danach geht es Richtung Frühjahr. Das ist ein uralter Brauch, 306. Mal machen wir das jetzt hier. Jetzt trinken wir erstmal einen Schluck. So, wie es sich gehört, gell? Bärentrunk. Ganz besondere Sache hier. Wieso geht das Ding nicht? Trinkst du täglich Bärentrunk, bleibst du immer schön gesund. Ui, guck da mal, hey. Da gibt es einen ganz flaschen Jägermeister, hey. Ja, na, da freut er sich natürlich, der Bär, gell? Wurde noch Männer getanzt, gell? Da freut er sich, gell? So. Weiter. Wo geht's denn jetzt hin, Frank? Ja, jetzt gehen wir hier hinter zu Stefanie und zu Margit. Ja, jetzt sind wir in der Höhe in Schwerz, gell? Und es geht noch eine gute Stunde, bis wir durch das ganze Dorf kommen, gell? Ja. Ja, der Tanzbär ist sowas wie die Schlüsselfigur. Das ist also ein junger Mann, der ist eingebunden mit Erbsenstroh. Der wird dann durch einen Führer durchs Dorf geleitet, zieht von Haus zu Haus und bietet ein Tänzchen an und bekommen dafür eine kleine Spende von den Hauseigentümern, ein bisschen Geld, Schinken, Wurst, Eier oder sowas. Und machen nochmal eine schöne Sause mit der Truppe hinterher. Einmal Bärentrunk. Oh, danke, Frank, danke. Ah, der ist mit zwei, nicht? Dann lass es schmecken. Prost, gell? Prost. Ihr kommt noch mal hin. Das ist aber schön, gell? Soll? Ihr habt noch ein ganzes Dorf, bis man früher. Hey! Bär! Bär! Bär, komm! Bär, komm! Bär, komm! Bär, komm! Bär, komm! Bär, komm! Bär, Für Außenstehende, die das zum ersten Mal sehen, sind total überrascht, dass das nach so langer Zeit, dass es sowas überhaupt noch gibt. So ein Mann eingekleidet in Erbsenstroh sieht man eigentlich nur ganz, ganz, ganz selten. Wenn wir nicht ganz sogar die Einzigen sind in der ganzen Rhön, die sowas zeigen. Die es kennen, die Kinder haben Angst vor dem Bär. Ne? Also das eine Mädchen von ihnen hat ja geweint, ne? Andere wollen auch gerne mal ein Röhnchen tanzen mit denen, ne? Die Älteren. Und dann geht natürlich das große Rätselraten los, wer ist unter dem Stroh dieses Jahr? Und wer ist unter dem Stroh dieses Jahr? Ja, das wird noch nicht verraten. Ich weiß es. Schau doch mal nach, vielleicht kriegst du es raus. Auf alle Fälle ein junger, durchtrainierter Mann, der hier 4 Stunden Hitze aushalten muss. Ja. Das ist nämlich schweineheiß da drunter. Und du kannst vor allem wenig trinken, weil du ja nicht auf die Toilette kannst währenddessen. Und das ist ein Riesenproblem. Mach das mal. Hey. Was machst du denn da jetzt? Ich habe die Kette enger gemacht, weil du Gott gerutscht ist. Muss man den so festmachen? Ja, sonst geht er durch. Sonst geht er durch. Weiter. Warum machst du denn hier bei der Truppe mit? Also, weil ich das ziemlich schön finde, bei Lichtmess mich zu beteiligen. Und ja, weil das halt schon ein langer Brauch ist in Oberkatz. Wir machen das schon ziemlich lange und es ist halt auch so ein Brauch bei uns. Und ja, es ist halt Spaß und wir sind halt alle zusammen. Und ja. Vor allem, weil es mir Spaß macht, sonst hätte ich nicht mitmachen. Und ja, Spaß, die Freude, man ist unter den Leuten. Und ich finde es gut, was wir machen, dass wir Geld einsammeln und halt, dass so viele Jugendliche wieder dabei sind. Ja, wie früher halt, die alten Klamotten hatten wir an und weiß nicht, ich finde es gut, ich fühle mich gut dabei. Beschreib mal so den Tanzbär, was macht der denn so? Wie ist denn das mit dem umherzulaufen? Tanz oder rennt. Und so vom Aussehen her?
sieht er ganz lustig aus. Naja, er ist groß und er strohig. Wie geht's dir denn, Tanzbär? Sehr gut. Und wie fühlt es sich denn da drunter an? Warm, feucht. Tanzbär, hast du denn auch eine Freundin? Ja. Und wo ist die? Die ist noch in der Scheune. Und hältst du die Händchen noch nicht? Steh heute die Bäume. Dir spricht Edlin. Muss ich noch mal abnehmen. Und den Tropfen.